Hallo, liebe Kinder. Hallo. So, Jack, wo sind wir hier? Ah, wir sind hier bei den Externsteinen. Genau. Und was machen wir hier? Wir gucken uns um. Nicht ganz. Du guckst dich und du drehst dich. Ja, ich drehe mich, damit die Kinder mal gucken, wo wir sind. Aber wir wollten ja schauen. Ups. Wir wollten ja schauen, den Kindern erklären, was heute ist. Was ist denn heute? Ach, heute ist Karfreitag, habe ich dir doch gesagt. Ach ja, weißt du, was wir heute feiern? Karfreitag, ein freier Tag. Ach, nein, nicht einfach nur einen freien Tag. Heute feiern wir den Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Oh nein. Oh ja, so ist das. Warum denn das? Weil Jesus für unsere Schuld sterben musste. Warum denn das? Ja, wir haben es doch erzählt, als damals Adam und Eva im Paradies waren und von dem Apfel gegessen haben, da haben sie etwas getan, was Gott nicht wollte. Ach so, ja genau. Und dann hat Gott sie rausgeworfen. Ja, und dann mussten sie da irgendwie alleine klarkommen. Und dann war da noch eine Schlange. Genau. Die Schlange hatte die beiden verführt. Und ja, seitdem hatten die beide Sünde in ihrem Leben. Oh, was hat denn das nochmal Sünde? Oh, Sünde ist etwas, ist das alles das, was Gott nicht möchte. Wenn wir das tun, was Gott nicht möchte, das ist Sünde. Alles, was uns von Gott trennt, alles, was uns die Beziehung zu Gott kaputt macht, so wie damals bei Adam und Eva. Ach so wie sie dann rausgeflogen sind aus dem Paradies. Genau. Ne? Sie hatten nicht mehr die Gemeinschaft mit Gott, sie haben nicht mehr zusammen mit Gott gelebt, so wie im Paradies, im Garten Eden. Ach so, und das hat das mit Jesus zu tun? Weißt du nicht mehr? Gott hat ja damals gesagt, es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zerbrechen, zertreten und die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Ja, und Jesus war die Schlange? Nein, Jesus war der die Schlange, der den Kopf zertritt. Und wer war die Schlange? Die Schlange steht für die Sünde, beziehungsweise für die Macht der Sünde. Und deswegen musste Jesus ans Kreuz? Naja, deswegen musste Jesus ans Kreuz. Denn die Schuld, die wir haben, die Sünde, die muss ja bestraft werden. Oh. Okay. Ja, und Gott will ja nicht uns bestrafen. Gott möchte nicht, dass wir sterben und ewig von ihm getrennt sind. Das ist ein Hund. Dein Hund. Oh, guck mal, der bellt. Seht ihr den? Da ist er. Da bellt der Hund. Ja, das ist ein süßer Hund. Ja, ein süßer Hund. Aber wo waren wir gerade? Irgendwas mit Sünde. Irgendwas mit Zünde. Jetzt habe ich den Faden verloren. Erzähl, komm, du schaffst das schon. Oder soll ich erzählen? Oh, probier du mal. Ja, die Sünde hat uns von Gott getrennt. Genau. Und deswegen musste Gott uns retten. Ja. Und deswegen ist Jesus ins Kreuz gegangen, damit alles gut wird. Ja, so kann man es sagen. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu kurz. Die Sünde, die wir haben, die muss ja bestraft werden. Ja. Und Gott wollte nicht uns Menschen bestrafen. Warum denn das nicht? Weil wir dann sterben müssen und dann nie zu Gott kommen können. Oh, das wäre ja gar nicht gut. Das wäre gar nicht gut, richtig. Und deswegen hat Jesus unsere Sünde auf sich genommen. Oh. Und deswegen haben die Menschen ihn gekreuzigt. Ja, Jesus ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Für alles Schlechte, was wir gemacht haben. Für alle Lügen. Für jedes Mal, wenn wir gestohlen haben. Jedes Mal, wenn wir jemand anderen gehauen haben. Jedes Mal, wenn wir unseren Eltern ungehorsam waren. Für all das ist Jesus gestorben. Oh, das ist ja gut. Das ist gut. Was heißt denn das jetzt? Ja, das heißt, wenn wir an Gott glauben, wenn wir Jesus glauben, das tun, was er möchte, dann kommen wir in den Himmel. Wie wird das tun? Ja, gut, vielleicht soll ich besser erklären. Wenn wir an Jesus glauben, dass er der Sohn Gottes ist und dass er für unsere Sünden gestorben ist, und wenn wir Jesus als unseren Retter aufnehmen, als unseren Heiland, dann werden wir gerettet und dann kommen wir in den Himmel. Und das ging vorher nicht. Das ging vorher nicht so. Die Menschen mussten früher Opfer bringen und mussten viel tun. Oh, das ist ja jetzt ganz leicht geworden. Genau. Dafür können wir Jesus danken. Er ist für unsere Sünde ans Kreuz gegangen. Heute ist Karfreitag. Heute, vor ungefähr 2000 Jahren, wurde Jesus gekreuzigt und ist gestorben. Und das ist ein trauriger Tag, aber eigentlich auch ein wunderschöner Tag für uns. Und wir dürfen glücklich sein, dass Jesus unsere Sünde
gesühnt hat. Und damit ist alles gut. Und jetzt, das reicht dann? Naja, jetzt soll man so leben, wie Gott das möchte. Und wie möchte er das? Das können wir in der Bibel nachlesen. Ja? Das sind zwei Regeln, an die wir uns ganz einfach halten können. Und zwar wurde Jesus mal gefragt, was ist das höchste Gebot? Ja, was ist es denn? Erzähl mal. Das gibt ja so viele, 10 Gebote und dann noch ein bisschen mehr, ganz, ganz viele. Mhm. Und Jesus hat auch gesagt, ja, ganz viele. Aber es sind zwei, die ganz wichtig sind. Das eine ist, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Oh, das so einfach ist das? So einfach ist das. Das war's dann? Da ist noch eins. Da hat Jesus gesagt, da ist noch ein Gebot, das dem gleich ist. Wie heißt denn das? Das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oh, die beiden reichen aus? Die beiden reichen aus. Das ist ja ganz einfach. Genau. Dann müssen wir ja keine Schafe opfern, so wie damals Abel. Genau. Und auch nicht wie Noah. Genau. Wir müssen nicht so wie Noah und Abel und die Israeliten Opfer bringen. Wir können einfach sagen, Jesus, es tut mir leid, vergib mir meine Sünden. Und sei mein Retter, sei mein Heiland. Und dann ist alles gut. Das ist ja gut. Mhm. Deswegen feiern wir Ostern und das ist echt super. So, das war's für heute. Kinder, wir wünschen euch ein schönes Osterfest. Ihr habt ja noch Osterferien und wir wollen hoffen, dass die Sache mit Corona bald vorbei ist und dass wir bald wieder raus dürfen und andere Leute besuchen dürfen. Ja, das wäre super. Genau, das wäre super. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.